Erfolgreich 3D-Schießen. Diesmal, wie schätze ich die Entfernung über eine Senke ein? Dafür bin ich im Wolfhotel im 3D-Parcours und hier habe ich die perfekten Trainingsbedingungen. Ich hatte gerade eine Gruppe vor mir und der hat auch drüber geschossen. Und genau das ist das Problem hier. Worauf man achten muss, das kommt jetzt gleich. Wir sind hier an einem Ziel, was sehr, sehr gerne überschossen wird. Ja, ihr seht, ich stehe hier auf einer Talseite und da drüben auf der anderen Talseite liegt ein Steinbock am Hang. Wunderschöne Szenerie. Warum schießt man hier so oft drüber? Das ist im Grunde genommen wirklich einfach, weil wir als Menschen schätzen oder wir neigen dazu, die Entfernung über den Boden zu schätzen. Und hier geht es ein paar Meter runter und ein paar Meter rauf. Aber eigentlich wollen wir ja nur gerade schießen, nur geradeaus. Und da überschätzt man sich dann doch teilweise erheblich. Ich denke mal, hier wird es so bei freundlichen 4 Metern liegen. Wir können es ja spaßeshalber mal ausmessen, die Lichtentfernung und dann die beiden Entfernungen von unten nach oben. Also, die Hälfte der Strecke dürfte ungefähr da sein. Da haben wir 18 Meter bergab. Aber wenn man jetzt hier runterschätzt, bis unten zu dem Bach, haben wir, wie gesagt, 18 Meter. Und wenn man dann darauf die Strecke nimmt, dann legt man auch ja schon mal 25 Meter drauf. Und dann sind wir bei 18, 23, 43 Meter. Also da haben wir dann locker 4, 5 Meter überschätzt. Und das ist dann die Hochtrefferlage. Hier schießen wir dann mit knappe 40, nicht ganz. Was hilft jetzt dabei, um solche Situationen aufzulösen? In dem Fall hilft es immer, sich einfach nur das Tier anzuschauen. Ja, das liegt da und wenn man sich jetzt mal alles andere wegdenkt, wow, das ist verdammt groß. Und das ist ein Gruppe 1 Tier, das darf maximal auf 54 Meter stehen, laut IFAA-Reglement. Und hey, bei der Größe, auf 54 Meter sieht das nicht so groß aus. Also man weiß schon mal, das ist viel, viel näher. Und wenn man sich jetzt noch merkt, nicht in diese Falle zu tappen, alles über den Boden zu schätzen, erst bergab und dann nochmal die Strecke bergauf nimmt. Das sieht man hier sehr schön, also von da unten, von dem Bach, bup, 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 25 Meter locker. Nee, das haut nicht hin. Also, niemals über den Boden schätzen bei Senken und tiefen Tälern, die auch weiter sind. Und immer auf die Größe des Tieres achten. Alles andere ausblenden, nur auf das Ziel gucken und einen Größenvergleich ziehen. Dafür hilft es natürlich auch, das Ziel schon mal auf verschiedene Entfernungen gesehen zu haben. Okay, aber jetzt wollen wir natürlich auch schießen werden. Wenn wir schon auf dem Parcours vom Wolfhotel sind, Wolfhotel ist diesmal auch Sponsor von dem Video. Vielen Dank an Timo und Katja. Leute, hier ein Wochenende Bogenschießen, genial. Ihr könnt super 3D schießen, ihr könnt Feld schießen, ihr könnt abends lecker essen, trinken und das macht einfach Spaß. Bei Fragen rund um den Bogen, egal ob Recurve, Blank, mit Visier, ohne Visier, Compound, wendet euch an Timo, der ist Coach und da könnt ihr auch einen Workshop buchen oder ein Coaching buchen. Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, wenn ihr euch verbessern wollt, ruft Timo an, macht einen Termin aus, der hilft euch weiter. Jetzt bin ich auch gespannt bei dem Licht, wie gut ich die Fletschen von Draven Archery im Flug sehe. Dazu habe ich euch ein Video gemacht, das werde ich euch da oben irgendwo noch mal verlinken. Und dann stellen wir mal. Was habe ich gesagt? Nicht ganz 40. Nicht einfach nur auf das Tier schießen, sondern sich einen Punkt merken, auf den man schießt. Umso besser werden dann die Trefferergebnisse. Obwohl, das werden wir gleich sehen.
Jo. Damit bin ich sehr zufrieden. Die Wraps von Raven Archery funktionieren gut. Ich sehe sie super fliegen, weiß also genau, was habe ich da gerade gemacht. Das waren die paar Sachen, die man beachten muss, wenn es über eine Senke, über ein Tal geht. Ich hoffe, die Fakten helfen euch weiter, nicht mehr drauf reinzufallen. Und ich bin mir sicher, der Schütze in der Gruppe vor mir, der hätte die Infos gerne gehabt. Und ja, vielleicht sieht er sich das Video ja an. Und hey, nächstes Mal sind sie mittendrin und nicht oben drüber im Baumstumpf. Okay, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir das Like da, abonniert den Kanal, sagt es weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.